Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des Eisensportes. Heute nochmal ein Video und es wird wahrscheinlich jetzt nicht unmittelbar das letzte Video sein, aber ich bin jetzt wieder beruflich eingespannt ab morgen früh und will jetzt einfach nochmal die Chance nutzen. Und zwar, ich habe sehr viele Fragen erhalten über meine Meinung eines Athleten und wenn der eine oder andere das schon im Titel hier gelesen hat, meine Meinung über Tim Gabel. Wer ist dieser Athlet? Und zwar, Tim Gabel gehört auch zu der GA-Gruppe, also zu der Gym Aesthetic-Gruppe, sowohl über KLS als auch anderen Fitness-YouTubern ist er ziemlich bekannt geworden. Ist ein junger Athlet, der zwar noch keine Erfahrung hat, wettkampftechnisch, der halt noch nicht auf die Bühne gegangen ist, aber hat es auf jeden Fall vor. Warum mache ich jetzt ein Video darüber? Und zwar, langsam hat es mich ziemlich genervt, immer jeden Einzelnen meine Meinung darüber zu schreiben und auch Fragen zu beantworten. Brisante Fragen waren zum Beispiel, was meinst du, ist Tim Gabel natural? Fragezeichen. Nächste Frage war, warum schreibt Tim Gabel immer sehr provokative, also ich sag mal sehr provokative Äußerungen? Dafür ist er auf jeden Fall bekannt. Und was ich euch mit auf den Weg geben kann, warum er so erfolgreich geworden ist, ist auf jeden Fall, dass er sich immer wieder in Szene setzt. Er schreibt sehr provokative Aussagen, also er stellt immer wieder sehr provokative Aussagen dar, um einfach ins Rampenlicht zu rutschen und wieder in Diskussion zu geraten. Tim Gabel kenne ich persönlich. Er ist ein guter Freund von mir und meine Meinung, ob er natural ist oder nicht, habe ich soweit schon bekannt gegeben. Ich kann soweit erstmal nur den Äußerungen glauben, die er mir selber schenkt. Ich habe ihn trainieren sehen. Es ist jetzt nichts total Überragendes und wer mich kennt, der weiß auch, wie man wirklich an der Grenze trainiert. Und Tim Gabel hat es einfach geschafft innerhalb von kürzester Zeit. Er ist jetzt mittlerweile 18 Jahre, hat er wirklich einen sehr beachtlichen Körper soweit aufgebaut. Er schafft es auch immer wieder, wirklich einen gut definierten Körper zu halten. Das schafft er auf jeden Fall, weil er für sich erkannt hat, wie er sich wirklich ernähren muss. Diesbezüglich hat er ja schon einige Videos dazu gemacht. Und für mich ist immer wieder beachtlich, wenn er sich zum Beispiel, und sehr bekannt ist er auf jeden Fall von Bildern geworden, wo er natürlich einen überragenden Bizeps dementsprechend zeigt. Und er schafft es immer wieder, sich im Vergleich zu anderen, sich immer wieder gute Bilder auszusuchen. Das schafft er zum Beispiel, indem er immer nach vorne schreitet. Wesentlich, die Kamera ist vom Blickwinkel so gewählt, dass er von unten fotografiert wird. Wichtige Punkte sind auch immer, er wird nach dem Training fotografiert. Dazu kommt noch, dieser Mensch oder Tim Gabel ist einfach nicht groß. Er ist sogar kleiner als ich. Ich bin 1,76 Meter und diesbezüglich wirkt er natürlich sehr, sehr groß. Also wirklich breit groß. Wirklich in Realität, wenn man diese Person mal sieht, wird man sich vielleicht ehrlich gesagt wundern. Auf dem ersten Blick sieht er relativ unscheinbar aus. Und ich weiß jetzt nicht, wie er sich ehrlich gesagt die nächsten Jahre etablieren wird, aber er hat natürlich auch eine richtig gute Fanbase mittlerweile. Und was natürlich da auch typisch ist, weil er hat wirklich eher so die Model-Maße, also wirklich in dem Fitnessbereich kommt er relativ gut an. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum er Teenies oder Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, natürlich sofort auf ihn abfahren. Das sind alles so Faktoren, die für ihn sprechen. Aber er muss natürlich auch aufpassen, was er mit seinen Äußerungen soweit anstellt. Ich glaube, wenn sich Tim Gabel zum Teil nicht sehr provokativ äußern würde, was er natürlich immer wieder erreichen will, um natürlich in Diskussionen zu geraten, aber dann auch mal Dinge von sich gibt, die natürlich mehr mit Inhalt, mehr fachlichen Sinn sich zu orientieren haben, ich glaube, dann wäre er wesentlich erfolgreicher. Aber nichtsdestotrotz merkt man halt immer wieder, dass das noch eine sehr unerfahrene Person ist. Tim, nichts gegen dich, aber manchmal kommt es mir einfach ein bisschen vor.
Und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg und ich hoffe jetzt mal das Thema ein bisschen aufgeklärt zu haben. Wenn ihr Fragen über die Doping-Problematik habt, nochmal, glaubt ihr Tim Garve oder glaubt ihr nicht? Schreibt doch mal eure Antworten einfach mal nach unten. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es ihm einfach, verteilt das Video, vielleicht wird der ein oder andere auch, ich sag mal, seine Meinung darüber ändern können. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir eine ordentliche Diskussion starten. In diesem Sinne, viel Spaß.